Servus, hier ist Galle98 und heute möchte ich euch ein Tutorial zum Segway-Fahren vorstellen. Also, als erstes besorgt man sich ein Segway, kann man ausleihen oder so. Dann kriegt man ja eine Fernbedienung und so ein Segway, der ist ja noch nicht aktiviert oder so. Den muss man erst mit der Fernbedienung aktivieren, den habe ich in der Hand. Normalerweise muss man links oben oder es ist rechts oben auf so ein Knopf drücken, dass sich der Segway aktiviert. Danach muss man warten, bis auf der Platte vom Segway ein rotes Licht aufleuchtet. Und dann muss man mit einem Fuß auf eine Platte stehen. Ist egal, ob es der linke oder der rechte Fuß ist. Und wenn man da oben steht, dann aktiviert sich die Platte. Dann kann man sich mit beiden Füßen auf die Platten stellen oder halt auf den Segway so gesagt draufstellen. Und normalerweise muss man keine Angst haben, weil der Segway ist ja, wie soll man sagen, stabil oder normal kann man den nicht so leicht umschmeißen oder so. Ganz normal draufstehen und nicht rumwackeln oder irgendwie so. Und was ich noch sagen könnte oder irgendwie so, zum nach vorne fahren oder so, muss man sich einfach nach vorne lehnen. Der, ja, den Joystick oder so, was ist, wie man den nennt, drückt man einfach oder ein bisschen nach vorne, dann fährt er automatisch nach vorne. Kommt darauf an, wenn man langsamer nach vorne tut, dann fährt er langsamer nach vorne und wenn er schnell, wenn man schneller fahren will, dann muss man sich mehr mit dem Gewicht nach vorne lehnen. Und wenn man Kurven fahren will, zum Beispiel, oder halt links oder rechts rum, muss man den Joystick ganz kleines bisschen mit Gefühl nach links, wenn man nach links fahren will, wenn man nach rechts fahren will, nach rechts einfach schwanken oder halt ja, den Joystick. Und zum Rückwärts fahren stellt man sich normalerweise so aufrecht hin oder so und dann fährt man normal rückwärts, aber rückwärts fahren bräuchte man oder so normal nicht. Und ja, jetzt würde ich mal ein Video kurz abspielen oder zum Schluss, wie ich halt mit dem Segway gefahren bin. Ja, das war im Urlaub und ich würde mal sagen, ihr seht schön in dem Video, was man alles mit so einem Segway machen kann. Und ich sage jetzt schon mal Servus und bis zum nächsten Video. Und jetzt könnt ihr mal den Ausschnitt vom Video angucken.